Ja, herzlich willkommen zum, habe ich ja ewig bei YouTube nicht mehr gemeldet. Ja, ich habe heute meine Masterarbeitnote erhalten, sodass ich jetzt auch überlegt habe, einfach mal ein Video zu machen über meine Masterarbeit, vor allem über die Modellierung, worüber ich eigentlich gearbeitet hatte. Und ja, das war meine Masterarbeit, dass ich einen Knotenpunkt hier in Berlin untersuchen sollte. Ein innerstädtischer teilplanfreier Knotenpunkt und sollte das mit innovativen Knotenpunktformen quasi vergleichen und natürlich im Schluss natürlich auch noch bewerten nach der Leistungsfähigkeit von der QSV in Deutschland, also nach der. Genau. Genau, es ist relativ viel geworden und ich habe natürlich erstmal so einen Standort überlegt, was das für ein Knotenpunkt ist und habe dann zwei Knotenpunktmodelle vorgestellt, das Divergent Dam Interchange, das ist so die Kreuzung überhaupt, also wo ich auch wirklich viel Leidenschaft habe und ein Double Crossover Merging Interchange. Ich will euch jetzt hier mit dem Text eigentlich nicht allzu sehr langfallen, aber es ist halt schon sehr, sehr interessant, weil die Ergebnisse doch sehr, sehr gut wurden. Und ja, deswegen lasse ich das mal im Hintergrund auf. Ich kann ja mal schon mal Wism starten. Ich mache mal den Ist-Zustand. Ja, das ein bisschen spannender wird, obwohl Szenario A macht ja am meisten Sinn, weil das die normale Verkehrsstärke war. Und dann starte ich jetzt mal das Programm. Hier mit den Error-Dateien, da muss man sich jetzt nicht wundern, das ist kein Problem. Sind ja schon die Auswertungsergebnisse. Das ist nämlich jetzt ein Stick von meiner Masterarbeit. Ich habe noch ein paar Kopien davon, die ich dann quasi so abgegeben hatte, dass man das nochmal nachsehen kann, wo es jetzt Probleme gab und wo nicht. Und das ist jetzt erstmal kein Fehler direkt, sondern eher sowas wie Warnhinweis, dass irgendwelche Fahrzeuge nach über 90 Sekunden sich nicht bewegt hatten und dann quasi entfernt werden mussten. Oder halt bestimmte Zuflüsse, wie jetzt hier die Beusestraße, der Saatwinkler Damm, eben nicht komplett abgedeckt werden konnte mit der Nachfrage. Das heißt, dass der Stau länger wurde und ja, dass es natürlich ein schlechter Zustand ist. Und ja, das waren jetzt über 350 Fahrzeuge, die jetzt aus der Beusestraße nicht kommen konnten, die nicht in das Modell rein simuliert werden konnten zu dem Zeitraum, die ich dann da eingestellt hatte. So, das dauert noch ein bisschen, weil ich relativ viel auch 3D-mäßig gemacht hatte. Es müsste jetzt aber eigentlich gleich drin haben. Das ist immer am Anfang, wenn man das Programm öffnet, dauert das am Anfang ein bisschen länger. Aber das kann sich jetzt wirklich sehen lassen. So. Ja, ich habe da wirklich sehr, sehr viel nebenbei gemacht. Der lädt ja im Hintergrund noch auf. Zu den Ergebnissen vielleicht. Das war das halt der direkte Vergleich. Ja, ich glaube, das langweilt mich ein bisschen zu sehr. Genau, machen wir es mal so, dass man das noch ein bisschen erkennen kann. Genau, Luftbild, wir machen mal Open Street, dass man ein bisschen das erkennen kann. Also, wir sind hier in Berlin, weil ich in Berlin ja auch noch meinen Master quasi. Weil die TU auch hier in Berlin ist, macht es natürlich auch Sinn, dass man einen Berlin-Standort untersucht. Und ja, das ist hier der wunderbare Stadtring in Auto, die 100, der Innenstadtring, das jetzt in Rot zu erkennen ist. Und hier ist genau unsere Kreuzung. Na, was ist jetzt schon wieder los? Das ist halt, wenn man da online ist. Jetzt hat er mich rausgeworfen. Ja, Learning by Doing. Eigentlich passiert sowas in der Regel gar nicht. Dass ich das jetzt einfach nochmal neu starte. Also es funktioniert eigentlich in der Regel einwandfrei. Das ist vielleicht einmal das Problem, dass jetzt gerade, weil ich jetzt auch so viel hier noch auf habe, dass er dann wahrscheinlich da Probleme hat. Guck, jetzt geht das schon viel schneller. Signalgeber hat er gleich auch alle runtergeladen. So. Die Modelle. Ich habe sehr, sehr viel gemacht. Das muss ich leider betonen. Deshalb ist das Video auch ein bisschen länger. So. Nochmal also zurück. Also, ihr habt das ja vorhin gesehen, dass, wenn ich das jetzt wieder ändere, das Luftbild, dass wir uns hier im Norden von Berlin befinden, wo die 100 quasi endet und dann zur Seestraße wird.
Und hier gibt es einen Knotenpunkt mit der Beuysestraße, Saatwinkler Damm, der ja, viele Probleme hat. Ich mache es mal so, dass man das noch ein bisschen erkennen kann per Luftbild. Okay, hier sieht das jetzt ganz gut aus. Ich zeige euch ein anderes Luftbild, weil man das dann ganz gut erkennen kann, was ich jetzt meinte. Und zwar hier. Ist mit Google Earth gemacht, 2017 die Karte als Luftbild. Da kann man erkennen, dass es einen ganz, ganz großen Rückstau gibt. Und das ist das, wenn man jetzt in der Spitzenzeit, zu dem Zeitpunkt, wo ich das eigentlich untersucht habe, sich anschaut, da bricht der Knotenpunkt eigentlich aus allen Nähten zusammen. Also zumindest die Beuysestraße, Saatwinkler Damm sind dort doch sehr bemitleidet. Und ja, die Aufgabe war es jetzt, sage ich mal, den Knotenpunkt umzugestalten. Und da waren jetzt die beiden Lösungen relevant. Das ist jetzt noch der Ist-Zustand, also wie es jetzt aktuell noch aussieht, dass es hier zwei Fahrstreifen gibt, die nach links führen. Weil ich auch so viel 3D-mäßig gemacht habe, macht es natürlich auch Sinn, das auch 3D-mäßig zu zeigen. Da braucht man ein bisschen, weil das halt viele Dateien sind. Genau. Ich mache noch was an, dass man das ein bisschen besser erkennen kann. Genau. So. Ja, so ein bisschen rumgespielt habe ich. Was ich euch noch zeigen will, das ist dieses mit den 3D-Modellen. Genau. Ich habe sehr, sehr viele Fahrzeuge aus dem Internet hochgeladen, wie man jetzt hier erkennen kann. Also hier oben, das ist noch original. Bis, ja, wohl nicht ganz. Lastenfahrer, da habe ich auch neu gemacht. Und bei den LKWs habe ich auch ein paar neue hinzugefügt. Also alles, was jetzt genau, EU04 ist Standard. Aber die meisten habe ich dann selber hochgeladen. Und da habe ich relativ viele Fahrzeugmodelle hinzugefügt, wie man hier erkennen kann. Und da gibt es dann auch eine Fahrzeugzusammensetzung als Verteilung. Genau, habe ich noch Fahrzeuggruppen zusammengefügt für jeden Zufluss, wo die dann hinkommen. Natürlich mit einer Wunschgeschwindigkeit. Teilweise fahren dann ja, LKWs auf bestimmten Abschnitten langsamer als PKWs. Das kann man natürlich dann hier mit der Wunschgeschwindigkeit einstellen, dass sie beim Zufluss dann auch kommen. Also wenn jetzt die Autobahn bei 100 km/h wäre, würde das Sinn ergeben, dass man bei den LKWs bei 80 km/h bleibt, weil in Deutschland die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahn bei 80 km/h ist. Allerdings ist 80 km/h dürfen LKWs auch in auf Stadtautobahnen fahren und wenn die Höchstgeschwindigkeit bei 80 km/h ist, macht es natürlich Sinn, da auch die Wunschgeschwindigkeit bei 80 km/h anzupassen. Und bei den Fußgängern, ja, da habe ich dann Frau und Kind ein bisschen langsamer eingestellt mit 1 Meter pro Sekunde, also 3,6 km/h. Und bei Frau und Mann, da habe ich dann mit 1,5 Meter pro Sekunde gerechnet. Umgerechnet, also als 1,2 Meter pro Sekunde steht es in Klammern, sorry. Bis 1,5 ist schon ein bisschen gut. 1,2 ist so der Wert, den man normalerweise nimmt, wenn man eine Kreuzung quasi passiert. Und wenn Leute ein bisschen benachteiligt sind, wie Kinder und ältere Herr, dann kann man mit 1 Meter rechnen. Die habe ich dann als Geschwindigkeit noch eingesetzt. So, ich hatte doch was mit Fahrzeugverteilung gehabt. Hier, das ist es, was ich zeigen wollte. Also, wie gesagt, bei den Fahrzeugen ist relativ viel. Das sind insgesamt 176 verschiedene Fahrzeugmodelle. Und dann habe ich das halt so gemacht, dass so ein VW, der halt, den halt viele fahren, was so typisch in Berlin ist, oder was ich gesagt, typisch in Deutschland, dass die sehr wahrscheinlich kommen. Und dann so ein Porsche, den sich kaum jemand leisten kann, natürlich sehr unwahrscheinlich. Und dann also ein paar andere amerikanische Autos, hier im Plymouth Voyager. Den habe ich natürlich dann auch sehr niedrig gesetzt und Audi wird in Deutschland viel gefahren. Da habe ich dann halt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit gesetzt. Ein Bentley auch ganz selten. Aber nicht, dass sie komplett verschwinden, habe ich natürlich ein bisschen angenommen. Und ja, bei den Lieferwagen habe ich sogar noch ein bisschen übertrieben. Die müssten eigentlich auch bei PKW sein. Genau. Genau, 50 habe ich dann einfach genommen. FedEx, UPS, also UPS,
Die kommen natürlich ein bisschen häufiger. Da habe ich dann mit 50 gespielt, einfach so aus Spaß. Sonst habe ich eigentlich alles so halbwegs gelassen. Bei LKW ist natürlich dann auch so ein bisschen geguckt, mit Anhänger, ohne Anhänger, wie sieht das ungefähr aus, weil das ja auch ein Industriegebiet ist. Ja, und dann habe ich Lastfahrräder, da habe ich erstmal relativ niedrig angenommen. Das ist aber auch erstmal so nebensächlich, weil die fahren eigentlich gleich schnell. Das ist eigentlich nur eine optische Sache. Genau. Einsatzfahrzeuge auch noch reingepackt, das ist so ein Spezialthema von mir. Mit Feuerwehr und Polizei, dass die auch lang fahren. Das sieht aber ein bisschen schöner aus. Und die dürfen zum Beispiel auch auf den Busspuren fahren. Das ist dann teilweise freigegeben. So, viel gequatscht. Wir fangen jetzt einfach mal an, dass ich euch das mal zeige, wie so eine Simulation aussehen kann. Also, es ist der aktuelle Zustand. Wir können ein bisschen langsamer machen. 8, 9. Ja, das ist jetzt bis in Echtzeit. Das folgendes. Dann mache ich die auch aus, weil ich das ja 3D-mäßig eingestellt habe. Das ist der Original-Signalzeitenplan zu der Spitzenzeit, was ich untersucht habe. Das müsste zwischen 16 bis 17 Uhr sein. Ich bin jetzt gerade nicht so ganz fit, weil das halt schon 3 Monate vergangen ist, wo ich die Masterarbeit abgegeben hatte. Und ja, da muss ich jetzt hier nochmal gucken, wo ich das jetzt nochmal genau rausgefunden habe. Aber das ist, glaube ich, das langweilt euch jetzt ein bisschen zu sehr. Es geht jetzt eigentlich nur ums Prinzip, was ich gemacht habe. Und genau, die Fahrstreifenbreiten und sowas, die habe ich natürlich dann auch alle übernommen, weil ich hier auch mit so einem Plan von der Verkehrs. Von wem habe ich das bekommen? Bestandsplan erhalten von der Verkehrslenkung Berlin. Und da ist natürlich genau den Knotenpunktplan, den man natürlich auch anwenden kann. Das Fahrstreifenbreiten, Haltelinien wirklich exakt millimetergenau richtig zustehen. So, und jetzt sieht man hier schon mal was hier üblich ist in Berlin. Es gibt wirklich zwei Fahrstreifen nach links und man kann erkennen, dass sie auch von vielen genutzt wird. Und es ist jetzt auch schon rückstauend gibt. Das ist jetzt der Ist-Zustand in der Spitzenzeit, ne? Und das kann man jetzt erkennen, wenn das jetzt weg ist, genau, dass der Abfluss, wenn die jetzt hier auf Rot springt, dass die dann auch funktionieren. Genau. Wunderbar. Und die können sich dann alle schön einfädeln und rausfahren. Das funktioniert ganz gut. Und hier ist dann noch sowas, wo sich dann Autos einfädeln können. Die müssen wir nicht warten, weil hier noch Fußgänger passieren. Ja, großer Kanal, der auch wichtig ist. Und ja, das war so ein Projekt von mir. Das habe ich so ein bisschen auch umgebastelt. Ich habe natürlich aus ein paar Vorlagen genommen, die es gibt, angewendet und dann habe ich das halt noch so ein bisschen angeglichen. Also hier zum Beispiel das gibt es so gesehen nicht. Das habe ich dann halt, wie gesagt, so ein bisschen mit Paint gezeichnet. Das fand ich, das ist noch ein recht gutes Ergebnis geworden. Weil das sind eigentlich so diese dynamischen Wegweiser. Also man kann natürlich auch auf 60 km/h oder noch runter reduzieren oder irgendwie sagen, LKW-Fahrverbot oder Fahrstreifen werden dann begrenzt. Das passiert ja eigentlich relativ häufig, weil hier vorne die 111 beginnt. Und das ist ja wirklich ein richtiger Stau vorprogrammiert. Und meistens ist es so, dass dann der rechte Fahrstreifen blockiert ist. Man kann es jetzt hier auch erkennen. Hier sind auch beide freigegeben. Aber es kann sein, wenn jetzt die Verkehrsbelastung bei der 111 noch höher ist, dass dann der rechte Fahrstreifen blockiert wird, sodass dann alle sich links fahren müssen. Und die anderen beiden Fahrstreifen dienen hier zur Ausfahrt. So, genau. Ja, und wie gesagt, die ganzen Verkehrszeichen habe ich auch alle selber gemalt. Kann man so ein bisschen erkennen. Hier, Zollamt. Also ich bin da selber lang gefahren, habe natürlich auch mit der Dashcam das aufgenommen und habe natürlich dann versucht, dass es authentisch auch aussieht. Habe ich das natürlich dann auch schön angepasst, dass es dann auch so im Original zu sehen ist. Ja, und das ist natürlich so ein Fehler, der nicht passieren darf. Das ist so eine typische Simulation. Wir sind auf der Autobahn und auf einmal bleibt einer stehen, weil er hier abbiegen will.
Ich habe das, glaube ich, auch mal eingestellt, dass sie sich da irgendwie voreinstellen müssen. Aber wie gesagt, die Belastung ist natürlich relativ groß. Und es kann sein, dass entweder die Fahrzeuge jetzt entfernt werden, wenn die jetzt über 90 Sekunden stehen. Ja, oder halt gewisserweise jetzt hier so sich blockieren, bis es frei ist. Es kann aber jetzt gleich sein, dass sich das gleich auflöst. Also es muss sich eigentlich nur einer bewegen jetzt. Da bleibt stehen normalerweise, ja, okay, das ist knapp gefährlich, aber funktioniert. Und jetzt hat sich der Stau wieder aufgelöst. Das ist so ein bisschen, ja, es funktioniert nicht immer alles hervorragend in Simulation. Aber es sind so ein paar Eingriffe, wo man mit halbwegs leben kann. Ja, hier ist dann der Hafen, die Großmarkt Berlin. Ja, und wie gesagt, hier, das waren die Schilder mit der Busspur, dass dann Busse und LKWs und Taxis und Einsatzfahrzeuge die Spur benutzen dürfen. Es war sogar eine Zeit lang auch so, dass man als normaler Autofahrer auch auf der Busspur fahren durfte. Das war allerdings dann so, genau, der wird jetzt hier abbiegen. Es war allerdings dann so, dass die dann in der Spitzenzeit da nicht langfahren durften, aber dann ab 19 Uhr wieder. Das haben sie abgeschafft, weil ja Leute wie ich das dann teilweise auch ausgenutzt hatten und dann natürlich auf der Busspur auch von rechts überholt hatten, weil ja die meisten das nicht so einsehen. Ich mache einfach mal, dass man das ein bisschen so erkennen kann. Ich habe GEMA-freie Musik rausgenommen, damit es da keine Probleme gibt mit YouTube, was Lizenzen oder sowas angeht. Und ja, entspannt euch mal und genießt das mal, was ich jetzt hier so modelliert hatte. Ja, wie gesagt, Motorroller habe ich auch eingestellt. Peugeot, Volvo, Renault, Skoda, BMW, Porsche. Ist nicht alles vorhanden. Ja, wie es aussieht, biegen wir jetzt gleich links ab, um auf den 100 zu kommen. Ja, also wir können ja so ein bisschen vorspielen, weil das ja ein bisschen länger dauert. Kann ja den Stau erkennen. Das lag jetzt daran, dass sie die Kreuzung freigehalten hatten. Ich habe das mit Konfliktflächen angegeben. Nebenströme grün. Weil man kann erkennen, unten ist die Autobahn 100. Und es war schon eine Kunst, das auf verschiedenen Ebenen so zu stellen, dass es auch halbwegs gut aussieht. Ja, ein bisschen Fusselarbeit, aber es funktioniert. Brücken und sowas kann man auf jeden Fall auch planen. Man kann erkennen, dass sie hier die Kreuzung frei halten wollen, was ich super finde. Das heißt, dass wir eigentlich auch, wenn jetzt der Geradeausverkehr. Also wenn die Freigabe dort endet, dass wir auf jeden Fall dann die Kreuzung auch passieren können. So, auf geht's zur Autobahn. Dann merkt man, geht es jetzt ein bisschen runter. Jetzt sind wir wieder auf der normalen Ebene von der Autobahn. Ja, und das ist die normale Verkehrsstärke auf der Autobahn. Ich habe da mal geguckt mit der DTV für den Streckenabschnitt. Man kann das ja von der BAST gut herauskennen, herauszählen. Und dann habe ich halt das auf die Stunde ganz grob gesagt umgerechnet. Man kann, es ist
muss man ein bisschen vorsichtig sein. So die, ich habe da einmal die DTV, also die tägliche Verkehrsstärke, durch 10 dividiert, sodass man dann halt sagen kann, das ist ungefähr die Verkehrsbelastung an der Spitzenstunde. Die 100 ist halt extrem, extrem staubelastet. Also das Verkehrsaufkommen hier, das macht da schon Sinn. Das ist schon authentisch, meiner Meinung nach. So, wie man auch kennen kann, ist schön, dass sie sich einordnen, weil die auch wissen, oh, wir müssen ja die 100 weiter befolgen. Wir dürfen jetzt nicht abbiegen. Oder auch nicht. Nur weil wir das doch gemacht haben, dass sie nicht gedacht haben. Anscheinend ist es doch nicht der Fall. Naja. Ist ja auch egal, was jetzt hier am Schluss passiert. Ja, hier aus der Seitenstraße. Es sind viele, viele Rechtsabbieger zu erkennen. Es gab kaum welche, die hier links abgebogen sind. Fast alle sind zur Beuschestraße weitergefahren. Und das Schöne ist, jetzt gibt man hier den Fußgänger. Gut, die halten, eigentlich müssen sie halten, aber die halten an, also das bedingt Verträgliche funktioniert auch ganz gut. Ja, also manche Schönheitsfehler sind halt noch da, ne? Aber in der Regel funktioniert es eigentlich auch ganz gut. Ich habe das schon langfristig eingestellt, dass die LKWs jetzt nicht links fahren dürfen. Den Abschnitt, weil hier vorne gab es dann doch eher Probleme. Das liegt aber auch mit dem Rückstau. Oh, sorry. Ah ja, und Fahrradfahrer habe ich auch einprogrammiert. Ja, mir war jetzt der Signalzeitenplan von der Kreuzung relativ unwichtig, weil es war schon so, dass in der Spitzenstunde der Rückstau sich halt auch nach hinten gezogen hat, sodass jetzt diese Ampel jetzt auch keinen Einfluss hatte. Wenn ich jetzt die hier noch einstelle als Programmierung, dann wird er sagen, der Rückstau wird nur bis hier hingehen und das ist ja Quatsch. Dementsprechend habe ich die Ampel hier erstmal so ein bisschen ignoriert. In der Regel funktioniert es eigentlich ganz gut, dass sie sich jetzt nicht gegenseitig rammen. So ein paar Schönheitsfehler gibt es immer bei so einem Spurwechsel. Das müssen wir aber mal ein bisschen ignorieren. Der UPS im Sporter. Ja, ein paar amerikanische Trucks, die ich dann hochgeladen hatte. Lastenfahrrad, mit Anführungsstrichen, also mit Körbchen. Und das normale Fahrrad hier. Ja, wir können aus Sicht des Fahrradfahrers fahren. Irgendwie gefällt mir das gerade nicht so ganz, dass man das da nicht erkennt. Das ist eigentlich 3D-mäßig eingestellt, dass man das auch erkennen kann. Ja. Ja, dann fehlt da irgendwie was an der Einstellung. Naja, ist ja auch nur der Bestand. Entscheidend war, dass es halt doch sehr authentisch aussieht, dass es doch halbwegs funktioniert. Und dass man mit den Werten des Ist-Zustands zumindest eine Basisgröße hat, wie groß dort die Staulänge ist. Also wie dort jetzt die Qualität ist, wenn es jetzt miserabel ist, was ja auch so der Fall ist. Ja, dass man einfach einen Anhaltspunkt hat, um das halt miteinander auch zu vergleichen. Ja, und hier war es auch ein kleines Sorgenkind. Also vielleicht habe ich die Verkehrsstärke auch ein bisschen zu hoch gesetzt. Aber von der Seitenstraße kamen auch mal ein paar Fahrzeuge rein. Ja, wie gesagt, die Rotdauer auch für die Rechtsabbieger, die ist ja auch relativ lang. Also es gibt immer relativ viel Rückstau. Ja, und wie gesagt, der Saatwinkler-Damm ist doch sehr, sehr, auch sehr, sehr stark befahren.
könntest mal aus Sicht der Seestraße nochmal zeigen. Das ist auch so mit einer Schillerbrücke, das muss so sein. Denn im Original haben die es halt auch abmontiert. Das war früher nur eine Europastraßenbeschilderungsbezeichnung. Ich glaube, da stand auch Nordcharlottenburg drauf. Wahrscheinlich noch Zeiten vor der Wende mit der Beschilderung als Namen. Also ich glaube, da stand sogar nicht mal drauf Hamburg oder Dresden oder so als Richtung, sondern nur Charlottenburg. Solche Sachen, und das ist natürlich gerade für ortsfremde Fahrer natürlich doch sehr, sehr fremd zu erkennen. Und das haben sie dann mittlerweile jetzt sogar abmontiert. Ja. Wird hoffentlich jetzt auch demnächst erneuert, dass man das mit Langziehen erneuern kann. Ja, wie gesagt, jedes Modell hier von der Leitplanke her habe ich manuell quasi so hinzugefügt. Man konnte es auch gerade erkennen beim Tunnel, bei der Unterführung, wo es ein bisschen runterging, dass es nicht so ganz gepasst hat in der Synergie hier. Ja, das sind glaube ich über 3000 Teile. 13.000 Teile. Gucken. Okay, 4.500 Modelle. Das war jetzt natürlich die Leitplanke. Das sieht sich natürlich dann gewaltig. Dann siehst du XY-Koordination und dann Z ist auch noch die Höhe. Und dann ging es jetzt hier bei der Unterführung teilweise ein bisschen tiefer. So. Also genau, das meinte ich jetzt hier. Ne? Jedes Modell ist quasi ein 3D-Modell, was man dann so angefügt hat. Und man muss ja irgendwie mit der Höhe passen. Und auch das sieht natürlich nicht so ganz ideal aus, weil das nur die Fahrstreifen sind und das habe ich jetzt einfach als Fläche. Da unten hatte ich das jetzt welche dargestellt. Ich weiß halt genau, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Es sollte nur optisch dasehen, dass es ein Standstreifen ist. Ja, man kann erkennen, also der Rückstau ist schon da, ne? Schon über das Netz hinaus. Und das ist auch in der Berufszeit so. Das ist einfach ein langer, langer Rückstau. Und die Aufgabe war es jetzt, sage ich mal, den Ist-Zustand. Also die Aufgabe war auf jeden Fall, den Ist-Zustand zu analysieren. Und jetzt zeige ich euch mal. Zeige euch mal das DDI, was ich jetzt überhaupt gemacht hatte. Also ich habe verschiedene Szenarien angelegt, das muss man immer erzählen. Entschuldigung. Es ging darum, Verkehrsstellung ist das, was es vor Ort gibt, wie der Verkehr sich quasi entsteht. Und die Version 2030 war jetzt so, wie das jetzt in der Zukunft 2030 aussieht. Man konnte auch erkennen, ich mache das hier mal an, dass hier hinten der Flughafen Tegel ist. Und der soll ja eigentlich demnächst schließen. Es kommt ja jetzt demnächst hier in, kann man das erkennen? Natürlich nicht. In Schönefeld wird auch der neue Berliner Flughafen gebaut.
Und das ist eine Frage der Zeit, bis er endlich mal neu geöffnet wird. Und wenn er fertig ist, soll ja Tegel schließen. Und das habe ich jetzt einfach mal angenommen. Eigentlich soll ja 2021 geöffnet werden. Ich glaube nicht, dass das 2021 der Fall wird, aber 2030 sollte das eigentlich in der Regel laufen. Und das war jetzt so die Idee, dass dann in Szenario B halt der Zukunftsverkehr sich entwickelt. Und da war es vor allem so, dass das Taxiaufkommen deutlich sinken wird. Und ich habe jetzt mal angenommen, dass die Buslinie TXL, also nach Flughafen Tegel, auch ausfallen wird. Also dass es die nicht mehr gibt, weil der Flughafen nicht mehr bedient wird. Und dann habe ich noch angenommen, dass das LKW-Aufkommen deutlich zunehmen wird, wie auch das Bundesministerium das auch so angenommen hat. Und zu guter Letzt PKW-Anteil so um 10% noch zunimmt. Also dass in Zukunft in Szenario B der Verkehr deutlich zunimmt. So ja, Szenario C und D, das war jetzt eigentlich nur ein bisschen Rumgespiele, um nochmal Unterschiede untereinander zwischen den DDI und der Bestandskreuz nochmal gegenüberzubringen und natürlich den DCMI nochmal zu vergleichen. Also viel Geradeausverkehr auf der übergeordneten Straße, gewisserweise, also auf der Nord-Süd-Richtung und gewisserweise hohes Abbiegeaufkommen, dass wenig Geradeausverkehr auf der übergeordneten Straße entlang fährt. Das waren die vier Szenarien und die habe ich dann alle miteinander verglichen. Ja, ich überlege gerade, ich könnte euch eigentlich die Ergebnisse auch mal zeigen. Genau, das ist die QSV-Bewertung, also mittlere Wartezeit des Verkehrsaufkommens pro einzelnen Durchschnitt pro Fahrzeug. Und da ist es so, bis 20 Sekunden mittlere Wartezeit hat man die Stufe A, was das Beste wäre. Und die ist eigentlich so das, was man so wirtschaftlich erreichen will. Wenn es besser ist, natürlich auch nicht schlechter, kann sich auch nicht beklagen. Aber wirtschaftlich gesehen ist die eigentlich so die Lösung. Und ab E ist natürlich Katastrophe, dann muss man lange warten, dann gibt es eigentlich immer Stau, da kann sich auch kaum auflösen. Und bei F ist es halt so, dass der Stau noch immer weiter zuwächst und ja, die Kapazität natürlich noch höher, noch niedriger ist als die Nachfrage. Dann ist auch für die automatische F natürlich erreicht. So, mein Fuß- und Radverkehr gibt es jetzt seit neuestem, seit der RESA 2010, die Regel, dass man nicht mehr die mittlere Wartezeit nimmt, sondern die maximale Wartezeit vergleicht. Und da hat natürlich der Fußgänger und der Radverkehr eine deutlich bessere Position. Das ist halt, ja, kann man finden, wie man will. Ich halte jetzt davon nicht so viel. Allerdings ist es jetzt so, dass man zum Rechnen ist es einfacher, weil du jetzt nicht mehr viel umrechnen musst oder simulieren musst. Du brauchst dir nur den Signalzeiten dann anschauen und schon kannst du genau sagen, Fußgänger hat Stufe A, weil er nur maximal 30 Sekunden warten muss. Das ist natürlich wiederum ganz, ganz schön. So. Genau, das sind die Verkehrszahlen aus den Szenarien, die ich miteinander verglichen habe. Hast du das Verkehrsaufkommen West nach Süd oder West nach Nord, je nachdem, wie das Verkehrsaufkommen ist mit den verschiedenen Szenarien. So, ich hoffe, dass ich gleich zu den Ergebnissen komme. Genau, das ist jetzt das Interessante. Die nördliche Bestandskreuzung, man kann da erkennen, im Ist-Zustand, ihr habt ja auch den Stau gesehen an der Beuysestraße. Nee, an der südlichen. An der südlichen war es ja noch schlimmer. Aber an der nördlichen gab es auch schon einen langen Rückstau. Vor allem aus den Seitenbereichen. Also gerade die Rechtsabbieger haben lange gewartet, die von der Seestraße kamen. Und von anderen Richtungen gab es auch relativ hohe oder lange Wartezeiten, sodass natürlich die Ergebnisse relativ schlecht wurden. Und K9 bis 11 ist, sage ich mal, die mittlere Kreuzung, also das Innere. Und da waren Werte sehr, sehr gut, weil auch wenig durchgekommen sind, was man jetzt hier an der südlichen Kreuzung erkennen kann. Überall Stufe F, der Stau wurde länger. Also die Beuysestraße, wie den Stau, den man normalerweise in der Verkehrsspitze sieht, ist natürlich dann auch zu erkennen. Dann habe ich halt das DDI simuliert, also gemacht. Komme ich später nochmal drauf, erkläre ich euch gleich, was ich da alles gemacht habe. Und da waren die Ergebnisse deutlich, deutlich besser. Guck mal, fast überall Bestnote A, was dann rauskam. Und in der südlichen Kreuzung gab es jetzt nur einmal irgendwo ein paar Probleme, so eine Schwankung. Aber sonst immer noch sehr, 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 sehr gut.
Und beim DCMI, was verwirrend ist, das sage ich auch noch, da waren die Ergebnisse eigentlich auch sehr, sehr gut. Man muss natürlich aufpassen, weil das ein Autobahnkreuz ist, also ein planfreier Knotenpunkt, gibt es in der Rast und eigentlich auch in der Rese natürlich auch nicht, weil es ja keine Ampeln sind, gibt es dort keine QSV-Bewertungsrichtlinie. Und da dementsprechend habe ich dann einfach das von Ausfahrort miteinander verglichen und das berechnet. Und da gibt es dann verschiedene Formblätter, die dann drin stehen, und die habe ich dann miteinander aufgenommen, mit der Kurvigkeitsklasse nach diesen RAL verglichen. Das ist Autobahn, warte mal, das ist der RAA. RAL ist hier, genau. Steigungsklasse, Kurvigkeitsklassen, mittlere Fahrtgeschwindigkeit und solche Sachen. Und die hat man dann miteinander verglichen, und dann kommt man auf irgendein Ergebnis mit E oder F. Und im Endeffekt ist dann natürlich das Ergebnis dann auch sehr negativ auf bestimmten Aspekten, wie man es auch hier erkennen kann, F und F. Ja, genau, und insgesamt natürlich Vergleich gegenüber von der Bestandskreuzung zum DDI bzw. DCMI natürlich sind die Alternativen, also jetzt in den Ergebnissen, doch deutlich besser, was man auch in dem Gesamtergebnis auch erkennen kann. Ja, ich habe das auch nochmal insgesamt miteinander verglichen. Gab es jetzt nur in einem Fall, war das DCMI besser, aber in allen anderen hat das DDI quasi gewonnen. Ja, viel, viel Theorie. So, zurück zum spannenden Thema. Also, dann kann ich jetzt endlich auch nochmal so simulieren lassen. Hier mache ich aber den Signalzeitenplan nochmal an. Was wollte ich noch ausmachen? Das wollte ich ausmachen. So. Weil hier ist es vielleicht ein bisschen schöner, das mal auch zu bekennen. Da kommen jetzt die Autos angefahren. Die Sache war die, also eine grüne Welle in beiden Richtungen ist natürlich so eine Traumkombination, die ich mal gerne machen möchte, aber was halt nicht so ganz funktioniert. Dementsprechend ist es natürlich für eine Richtung gemacht. Also halbwegs versucht. Jetzt kommen die. Nee, grüne Welle habe ich nicht gemacht, weil ich jetzt vorhin ausgenommen habe, wenn jetzt hier Linksabbieger kommen, dass sie sich nicht zustauen. Man kann es gleich erkennen, wenn wir gleich hier die grüne haben, dass es dann funktioniert. Da hat sich nur aufgelöst, ja. Also das Ziel war eigentlich, dass natürlich viele in einen Schwung durchkommen. So, zählt dann mal ganz kurz. So. Ja, also jetzt nicht wundern. Wo waren das? Genau hier. Warum hier die Fahrstreifen auch mal so breit werden? Ich habe statt den normalen Bestand die Fahrstreifenbreite auf 3,50 Meter pro Fahrbahn verbreitert. Und deshalb gibt es dann hier auf einmal diesen großen Knick, weil dann auf einmal Meter ungefähr zusätzlicher Raum geplatzt geschafft werden muss. Zum DDI. Das Besondere ist ja am DDI, dass man auf die gegenüberliegende Straßenseite fährt, um so, wie man es jetzt hier erkennen kann, ein freies Linksabbiegen zu ermöglichen. Also die können fahren, auch wenn jetzt, sage ich mal, die Gegenrichtung grün hat. Und da gibt es dann eigentlich keine Probleme, dass ich dann hier später zuordnen können. Und das steigert natürlich die Leistungsfähigkeit eines Knotenpunkts natürlich erheblich, weil die Linksabbieger natürlich immer frei abfließen können. Also können sich natürlich nicht rückstauen. Und das ist so die Theorie, dass dadurch natürlich die Leistungsfähigkeit enorm steigt. Und man kann es auch erkennen, die Ergebnisse haben es ja auch dann später gezeigt. So. Das ist
sollte sowas natürlich nicht vorkommen, dass sie sich da irgendwie rückstauen. Kannst jetzt hier erkennen, die Müllabfuhr. Die kann dann ungeneigt abbiegen, auch wenn jetzt hier auf Rot ist. Ich kann nicht mehr abbiegen und das ist halt so die Theorie. Dementsprechend habe ich natürlich den Fuß- und Radweg in der Mitte verlegt und nicht verwirren lassen mit den Linien. Das ist so ein Abstand von Begrenzungsstreifen, habe ich noch angelegt zwischen Radweg und Fußweg von 30 cm, sodass es hier eine kleine breite Fläche übrig gibt. So, ich mach mal Musik an. Das ist eine Idee von mir. Verkehrsführung geändert, dass die Vorfahrtsstraße endet. Damit immer die inneren Fahrstreifen in Richtung Vorfahrt haben. Das habe ich mir aus den Niederlanden abgeschaut.
Ja, ein Schild, was ich selber erstellt hatte. Auch mit Paint gezeichnet. Ja, was natürlich auch schon viele erkannt haben, wieso ich jetzt hier einen Blendschutzzaun in Richtung eingestellt habe. Das hat einfach einen Grund für meine Masterarbeit, wo man natürlich auch über Verkehrssicherheit sich Gedanken gemacht. Und es geht darum, dass man den Gegenverkehr nicht blendet, weil man ja kurzfristig auf die gegenüberliegende Straßenseite fährt. Und da gibt es halt sowas wie das Lichtprofil bei den Autos unterschiedlich eingestellt ist und asymmetrisch, genau. Das ist in Europa üblich. Und wenn man jetzt auf der anderen Seite fährt, ist natürlich die Gefahr, dass man den Gegenverkehr blendet, natürlich deutlich höher. Und deshalb ist der Grundgedanke, dass man halt so einen Blendschutzzaun dann einrichtet. Das gab es jetzt auch in allen DDIs in Europa, außer in Frankreich. Aber ja, bei den neueren plant man das eigentlich immer ein. Deswegen habe ich das jetzt auch so ein bisschen dargestellt. Und ja, den Wegweiser ist auch komisch, dass er ja schon so vorne steht. Normal müsste er weiter hinten stehen. Das hat einen psychischen Effekt, dass Leute auch wissen, okay, ich muss mich ja links fahren, damit ich das Schild befolgen kann. Das hat auch so einen so psychischen Effekt. Deshalb habe ich den ein bisschen vorne reingestellt. Ja, zu den Radfurten, so als Sache, ist natürlich auch ein bisschen ungewohnt, dass man das, also zum Beispiel sowas sieht ja eher umgekehrt aus. Normalerweise immer erst der Fußgänger und dann der Radweg. Aber das habe ich bewusst so eingestellt, dass sich der Radfahrer keinen Konflikt mit den Fußgängern hat. Wenn er jetzt gerade ausfahren will, fährt da, sag ich mal, nach ganz außen, bleibt außen und fährt dann wieder außen weiter. Und so gibt es dann keinen Konflikt, also keine direkte Berührung mit den Fußgängern. Genauso wie auf der anderen Seite, der fährt ganz außen mit, bleibt außen und fährt dann außen weiter. So, wir machen es mal ein bisschen spannender. Wir fahren mal bei einem mit. Wie gesagt, der fährt ganz außen mit und dann zieht es hier gleich weiter. Ja, schickes Yachtschiff. Oder hier. Noch besser. So eine 3DS-Datei, die habe ich dann einfach mal hochgeladen. Fand ich irgendwie schön, war irgendwie frei zu haben. Da gab es jetzt kein Problem mit. Und die habe ich jetzt aber für die Simulation benutzt, dass man ein paar Schiffe hat, die auf dem Kanal fahren. Naja, wie gesagt, das ist das DDI und im Prinzip habe ich dann einfach nur die Verkehrsstärken und Fahrzeugzusammensetzung ein bisschen geändert in den Szenarien und die dann miteinander verglichen. Und natürlich Signalzeitplan komplett neu gemacht. Ach, das war auch eine Fusselarbeit.
Hier war die Fußgängerrechnung, dass man auch einen Vergleich hat. Genau, das ist jetzt für jede Fahrtrichtung, habe ich die Konflikte ausgerechnet. Hier habe ich ja Konfliktfall, kommt eine andere Gleichung, Zwischenzeit, Überfahrt, Räumzeit ändert sich dann auch, je nachdem, wo die Haltelinie ist, wie schnell man unterwegs fährt, wie groß die erforderliche Zwischenzeit ist. Das Ergebnis. Genau, das ist dann die Zwischenzeitmatrix gewesen. Und dann auf die südliche Kreuzung. Also war wirklich viel, viel Rechnen und Signalzeit im Plan, kann man auch ein bisschen erklären. Das war der Bestand zu der Spitzenzeit, was dann vorgegeben war. Und das war jetzt das, was ich dann für das TDI gemacht habe. Man kann erkennen, die Umlaufzeit auf 40 Sekunden reduziert statt 90. Ursprünglich war. Ja, ich könnte das eigentlich stundenlang mal angucken. Ich weiß gar nicht, ob euch das überhaupt auf YouTube interessiert. Aber ja, ich wollte es einfach mal einbringen, was ich das da so gemacht habe, weil auch so ein paar Bilder, man kann halt viel immer so auf ein paar Bilder machen, aber das mal zu zeigen, was man in so einer Simulation überhaupt ermöglichen kann, ich denke mal, dass es den einen oder anderen vielleicht auch schon interessiert. So ein DDI gibt es in Deutschland gar nicht. Das gibt es erst einmal in Dänemark, einmal in den Niederlanden, dreimal in Frankreich und der Rest ist alles in den USA. Und glaube ich noch ein paar in Kanada. Und dann gibt es noch zwei, drei Kreuzungen in Malaysia. Vereinigte Arabische Emirate haben auch schon zwei. Ich glaube, das waren jetzt alle. Also insgesamt gibt es erst 150 dieser Kreuzungen. Ja, und Gilbert Klewicki war der Erfinder. Also zumindest das moderne DDI. Ich hoffe, dass er das Video auch sich mal anschaut. Man kann erkennen, es funktioniert wunderbar, ne? Also es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Kreuzung. Haben auch wirklich viel Liebe ins Detail reingesteckt. Diese ganzen Beschilderungen überlegt, wie das jetzt für einen am einfacher zu verstehen wäre. Auch jetzt hier in Hilfslinien, dass die Autofahrer auch genau wissen, wie die zu fahren haben. Alles händisch, alles per Hand selber eingelegt. Auch in der Haltelinie. So Meter muss man ja schon Abstand halten. Das habe ich aber alles eingehalten. Aus Sicht des Fußgängers das mal beobachten. Obwohl bei dir macht das halt wenig Sinn. Ja, was ich jetzt auch noch zeigen kann, ist natürlich das DCMI. Dann will ich den schon streamen. Weiß ich gar nicht.
Ja. Ich glaube, ich habe das aufgemacht, ne? Szenario A. Natürlich über das gleiche Szenario aufmachen, weil dann kann man natürlich die Sachen auch miteinander vergleichen und auch erkennen, wie gut bzw. wie schlecht jeweils die verschiedenen Varianten sind. Man kann erkennen, wenn man es einmal geöffnet hat und dann schließt, dann geht das halt deutlich schneller. Ne? Bei der Datei lesen, da ist er jetzt auch schon gleich fertig. Zack, Hintergrund, Modelle, geht auch schnell. Die Dateien sind auch riesig. Einmal zeigen, wie groß der USB-Stick ist. Das ist ja hier nur die Masterarbeit. So, 16,5 GB noch frei, also 12 GB ungefähr belegt. Ja, 13 GB, 12,2 GB belegt. Nur für die Masterarbeit. So. Die letzte Variante ist halt eigentlich auch das Divergent Diamond Interchange, nur halt ohne Ampeln und noch mit zusätzlichen Brücken. Und ja, das habe ich mir auch alles wieder frei angelegt. Keine Sorge, kommt gleich, da muss man ein bisschen rechnen. Na? Ja, da haben wir es auch gerade. Wunderbar. Ja, da muss ich auch sehr, sehr viel rechnen, auch zu überlegen, wie groß jetzt hier die Längsneigung ist. Aber das, ich glaube, das langweilt euch dann zu sehr, wenn ich jetzt da ins Detail gehe. Ja, jedenfalls war das jetzt so, dass ich noch neue Ebene einrichten musste, damit dann die Hauptrichtung, sage ich mal, aus dem Saatwinkel lang zur Boisestraße auf einer eigenen Höhe lang führt. Ja, da habe ich auch Spaß, jetzt da noch so Brückenfundamente so eingerichtet. Kann man den Funkmodus mal einstellen. Genau, das ist auch ein bisschen besser. Und dann geht es natürlich hier runter. Da kann man mal Verkehr noch nebenbei starten. Wenn da vielleicht ein bisschen rüttelt. Ja. Das ist jetzt die normale Ebene von der Beußestraße als Höhe. Man kann erkennen natürlich, dass sie dann frei abfließen können. Und dann die Einfahrt. Und ja, hier, das war auch ein bisschen mein Sorgenkind, die benachbarte Kreuzung. Die benachbarte Kreuzung hier, die war auch viel zu nah. Und da habe ich mir überlegt, du, ganz ehrlich, dann ziehen wir die Brücke halt noch ein bisschen länger. Und dann habe ich auch hier noch eine Rampe dann gebaut, dass dann die Fahrzeuge, wenn sie jetzt 100 fahren wollen, oder halt zur Seestraße rüber, dass sie dann die Möglichkeit haben, hier oben den Anschluss zu finden. Ja, das war so eine innovative Lösung von mir. Ich bin kein Freund davon, bei so einem DCMI noch extra einen Radfahrstreifen noch anzulegen. Man kann auch erkennen, dass die Fahrzeuge doch sehr, sehr langsam den Spurwechsel hier vorüben, weil einfach so die Sichtbeziehungen doch sehr schwierig sind. Und ja, so Fahrradfahrer natürlich dann auch recht schlecht gesehen werden können und das eigentlich auch relativ gefährlich ist. Deswegen entsprechend habe ich jetzt halt noch so eine Art digitalen Warner aufgestellt. Aber man kann erkennen, es funktioniert auch ohne Ampel. Ganz gut. Ja, und natürlich bezüglich der Barrierefreiheit sind natürlich Treppen keine gute Lösung. Man hätte auch Aufzüge immer aufstellen müssen. Aber ich habe es jetzt nicht eingesehen, da noch eine Ebene dran zu hängen. Wenn man überlegt, so einen Höhenunterschied so von knapp 5 Metern, also 4 Meter
50 muss er freigehalten werden, 4,70 Meter auf Autobahn als Höhe. Plus natürlich Brückenfundament als Breite, Fahrbahn, Asphalt und alles zusammen kann man schon so rechnen mit 5 Metern pro Höhe mindestens, ne? Und ja, wenn man überlegt, von unten über eine Brücke über die nächste und dann noch höher noch die Fußgänger, da hat man einen Höhenunterschied von 15, 15, also fast 20 Metern, ne? 5, ja, von 15 Metern. Rede ich da, Höhenunterschied von 15 Metern, das ist natürlich schon absurd. Und ja, das dann barrierefrei zu gestalten, ohne Aufzüge eigentlich gar nicht machbar. So, es ist ja auch einmal nur so eine Art Darstellung, wie sowas aussehen könnte. Können wir mal kennen, wie er gleich die Treppen hochläuft. Ich habe das nämlich so eingestellt, dass man das auch erkennt. Schick, ne? Gut, das läuft nicht so ganz hundertprozentig, aber ja, ich glaube, ihr habt es gesehen, was ich da machen wollte. Ja, es sieht noch ein bisschen komisch aus, dass das alles so gestaucht ist. Aber ich muss natürlich ein bisschen auch wissenschaftlich arbeiten und die Längseneigung auch gewährleisten. Und das habe ich halt nur geschafft, dass dann die Höhe von hier bis hier, der Höhenunterschied halt irgendwie gewährleistet wird, trotz der Längseneigung. Und dann hat man halt relativ viele Kurven. Und auch auf der anderen Seite von hier bis hier oben muss man ja auch diesen Höhenunterschied von 5 Metern gewährleisten. Und dann brauchst du dann Rampen von über 70 Meter Länge, dass man das gewährleisten kann. So, damit euch nicht langweilig wird, schalte ich mal wieder ein bisschen Musik ein. Sollte ich nicht machen.
Man kann auch erkennen, dass so ein bisschen auch individuelle Geschwindigkeit eine Rolle spielt. Ne? Also der fährt jetzt hier 78 km/h und der vor uns, der fährt 82 km/h. Das ist das Geile bei Vism, dass auch jeder Verkehrsteilnehmer individuell fährt. Der wir hier ganz links abbiegen. Ja, hätten wir vielleicht auch verbieten können. Aber wenn die Nachfrage da ist, habe ich das jetzt erstmal so gelassen. Weil ich bin kein Freund von Verboten. War schon Passat. Ja, also das war es jetzt an meiner Präsentation. Ich denke mal, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe es. Ja, wenn da noch weiteres Interesse besteht, kann ich natürlich noch mal demnächst auch noch ein neues Video dazu machen und euch dann noch mal ein bisschen genauer zu den Sachen was erklären. Aber das war so ein bisschen mein Umfang meiner Masterarbeit. Das hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Genau, 12,3 GB insgesamt. Ich habe dann noch 22 Videos abgegeben und 50 Bilder und insgesamt auch 27 PDF-Dokumente. Das ist schon Wahnsinn. Ja, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich mache jetzt mal Schluss.